Hallo, hallo, ihr Hübschen und willkommen zum Wochenorakel. Es geht um die Woche vom 27. bis zum 3.10. Wir kommen in den Oktober. Alle Kanalmitglieder haben auch schon das Monatsorakel Oktober zugesandt bekommen. Und was gibt es sonst noch Spannendes in dieser Woche? Wir gehen in den rückläufigen Merkur. Den rückläufigen Merkur habt ihr als Kanalmitglied auch zugesandt bekommen. Oder ihr findet den rückläufigen Merkur und die Energiearbeit dafür in der Infobox. Ja, wir haben Halbmond im Krebs. Energiearbeit steht jetzt auch wieder an. Ja, Energien, neue Energien haben wir auch schon in den Tagesimpulsen jetzt angezeigt bekommen, ja, dass sich ein neuer Zyklus wieder öffnet. Ne? Neue Energien verteilen sich wieder übers Energienetz. Und Apogeum haben wir wieder, ne? Lilith-Knoten und Lilith wechselt in den Löwen. Ja, ihr Luftzeichen es wird leichter für euch, ja, es wird leichter für euch. Lilith reicht den Kelch des Durchsetzungsvermögens, ja. Für den einen ein Segen, für den anderen ein Fluch, ne, das je nachdem. In das Element Feuer weiter, ja, Lilith Channeling zum Thema Durchsetzungsvermögen, ja, habt ihr in der Infobox. Und wir haben auch gleichzeitig, nachdem ich hier schon die ganze Zeit zu dem Lilith-Knoten übers Durchsetzungsvermögen gesprochen habe, ja, haben wir hier Tag der Ariadne, ne? Hier Erntedankfest, der Weg führt dadurch, ne? Habt ihr auch Channeling zu in der Infobox, ne? Ariadne, die ganz klar drüber spricht, ne? Es gibt keinen Weg dran vorbei, ne? Es gibt nur den Weg dadurch, ja? Sie hat ausführlich informiert über den Weg nach Hause, ja? Und mit dem Weg nach Hause wären wir dann wieder bei dem Tee, den ich ja für diese anspruchsvolle Zeit für euch bekommen habe, ne, habe ich euch schon vorgestellt, aber das ist dann wieder der Moment, wo ich euch, ne, Rückverbindung ins Licht schaut. Also ich feiere jedes Mal wieder, hier guckt mal über diese Farbe ab, ne, habt ihr auch in der Infobox, ne, mit den für diese Zeitqualität notwendigen Zutaten aus der Natur. So, jetzt muss ich aber auch wieder, sorry me. Ja, und wenn wir beim Ariadne-Channeling sind, der Weg führt dadurch nicht dran vorbei. Durch was führt er? Ne? Durch die dunkle Nacht der Seele, ja? Von der ist das Luftelement jetzt befreit. Wir fangen auch gleich mit dem Luftelement an, aber da, also möchte ich noch mal einfach Applaus zu geben, ja, weil ich weiß, ne, das ist dann eine intensive Zeit, ja, das ist eine intensive Zeit und auch bei den Monatsorakeln, die ich jetzt für die Kanalmitglieder gemacht habe, war the winner of, ne, vom Monat Oktober das Luftelement. Ne? Ja, und da bin ich sehr gespannt. Wir fangen auch mit dem Luftelement an. Und da bin ich auch direkt in, für euch möchte sich das Schicksalsrad jetzt einfach weiterdrehen. Ja, tut es ja auch, ne? Tut es nicht nur von dem, was ich wahrnehme, von dem, was ich für euch geschannelt habe, von dem, was ich für euch gelegt habe, sondern es tut es ja auch tatsächlich rein kalendarisch dadurch, dass Lilith ins Feuerzeichen zieht, ja? Aber ich habe für euch wirklich so, ich habe für euch einfach die Rückverbindung, ja? Ihr werdet jetzt glückliche Zufälle wird mir so gegeben. Ja, ihr werdet jetzt viele
Zufälle, ja, also Dinge, die euch zufallen, erleben, ne, das so, so, ja, halt wieder die Rückverbindung ins Licht, ne, die Beweise, dass Spirit zurück ist, ja. Glückliche Momente, ne, so in dem ihr euch einfach rundum zufrieden fühlt, ne, indem ihr das Gefühl habt, dass die Welt um euch herum perfekt ist, ja, und das ist aber für alle die, ja, die sich ihren Ängsten gestellt haben, ne, und dadurch manövriert sind, ja, also sprich, eure, ja, danke, eure Risikobereitschaft, jetzt haben wir es doch, ja, eure Risikobereitschaft zahlt sich jetzt aus, ne, das ist ja das, was wir immer sagen, Mut wird belohnt. Was können wir denn aber noch zusätzlich für euch Luftzeichen bekommen? Außer diese starke Präsenz von dem Gefühl der Erleichterung, ja, was ich hier so bei euch habe. Die Luftzeichen. Woche 27. bis 3.10. Was haben wir für euch? Eine glückliche und goldene Zeit. Finde ich gut. Finde ich gut. Ja, und ihr bekommt dementsprechend auch, ne, die Rückkopplung, ja, die Rückspiegelung, ne? Ihr habt euch von Schikane befreit, ja, ihr habt Fesseln gesprengt, ihr habt Lilith lange in eurem Element gehabt und damit das entsprechende Durchsetzungsvermögen entwickelt, ja, loszulassen, ne, etwas hinter euch zu lassen, ja, ihr habt etwas dafür getan, sozusagen, dass sich auch das Schicksalsrad weiter drehen kann, ja, und ja, damit, ihr wisst ja, ne, wenn man, egal was man für Samen sät, ne, es kommt eine Ernte. Und die habe ich hier einfach für euch. Und dementsprechend ist auch die Rückkopplung, ja, die Rückspiegelung, dass ihr, ne, ihr wisst, die Welt ist ein Spiegel, ja, dass hier auf euch zukommend eine Wiederauferstehung ist, ja, aber keine Wiederholung. Guckt mal. Hier kommt jemand auf euch zu mit einer Entscheidung. Ja, hier hat jemand, das ist alles auf dem Kopf, dass das alles auf euch zukommt und das nehme ich auch so wahr. Ja, das habe ich ja, bevor wir gemischt haben, schon gesagt, ne? Dass ihr hier, das Geführte, ne? Der geführte Erfolg, ne? Also, Löwemond haben wir dann erst mit nächstem Wochenende, ne? Mag ja sein, dass das erst Ende der Woche ist. Ja, aber habe ich euch ja schon gesagt, was geht ins Feuerelement? Lilith, ne? Und damit kommt auf euch eine Wiederauferstehung zu und hier ist, das sind Energien, ja, Menschen, die auch ihre Werte überdacht haben, ne? Die Rückkopplung, ja, die Spiegelung im Außen, eine Entschlusskraft haben, etwas entschieden haben und rückläufiger Merkur, das sind Energien, die ihr schon kennt, die aber mit euch zusammen, ja, ihr wisst, ne, Seelenfamilie hängt am selben Band, ne, und wenn es was Bestimmtes, wenn es keinen Grund mehr dafür gibt, euch etwas Bestimmtes zu spiegeln, wird das auch nicht mehr gespiegelt, ja, und ihr habt euch hier, ihr, das wart ihr vorher, ne, mit der Lilith-Kraft, ja, mit dem Durchsetzungsvermögen, habt ihr alte Fesseln gesprengt, ja, habt ihr Dinge in die Auflösung, in die Klärung gebracht, habt euch in gewissen Dingen entschieden und entschlusskräftig gezeigt, ja, habt eure Werte, euch an euren Werten orientiert. Ne, ihr wart nicht mehr das Fähnchen im Wind. Ne? Das sind immer die positiven Energien von Lilith. Ne? Und das ist das, was euch jetzt auch im Außen begegnen wird. Und ich habe hier nichts auszusetzen. Wirklich nicht. Und das haben wir auch schon im Monatsorakel festgestellt. Ja? Der Gewinner des Monats ist einfach Luft.
Und das muss typisch rückläufiger Merkur, ne, eine euch bekannte Energie sein, die jetzt aber eben auch ja, Fesseln gesprengt hat, ne, und entschieden hat, sich da nicht schikanieren zu lassen, ne, weil das ist eine Wiederauferstehung, ne, und zwar auch an Werten orientiert, ja. Sehr, 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 sehr geil. Geführt, ne? Geführt. Ja, schon wieder, ne? Also ich feiere immer noch auf diese. Gib mir noch ein paar Tage, ja? Ich bin immer selber so fasziniert von den Dingen, die ich bekomme. Also ich werde da bestimmt noch 2, 3 Tage drauf abfeiern. Seht es mir nach. Ja. So. Da wirbeln wir aber noch mal einen drauf, würde ich sagen. Wobei, da gibt es echt nichts mehr. Also ihr könnt euch wirklich freuen. So, Ohren zuhalten, es wird laut. Ich brauche hier unbedingt mal ein Tuch, ne? Ja. Habt jetzt bitte keine Angst, ne? Das ist das eine, ja, habt keine Angst vor dieser Kraft und Macht, ne? Habt keine Angst von diesem Seelenpartner, der sich da zeigen möchte, ne? Und das ist aber auch der Verlust von einer alten Besessenheit, wird mir gesagt, ja. Also hier wird auch etwas, was eine starke Macht über euch hatte, ja, habt ihr mit Hilfe von dem Durchsetzungsvermögen, ne, von Lilith aufgelöst, ja. Ja. Oder ihr tut es jetzt noch, ne? Weil euch sonst diese Woche, ne, weil wir gehen in den Oktober rein. Wir haben hier die Energiearbeit liegen, ne? Weil euch sonst halt nochmal eine Schikane, damit ihr diese Fesseln sprengt, gespiegelt wird, ne? Also an welchem Punkt ihr da steht, werdet ihr selber wissen. Wasserzeichen. Was habe ich für euch? Für Wasserzeichen habe ich den Wochenendimpuls. Ja, kriege ich hier rein. Wasserzeichen kriegen ganz klare Erkenntnisse diese Woche. Ja, sehen ganz klar, kriegen ganz klare Erkenntnisse über das, was sie ihr manifestiert. Super toll. Ja, ihr manifestiert, ihr manifestiert, ihr träumt, ja, hier, ne? Traumbotschaften. Ihr träumt, seht ganz klar, was ihr kreieren wollt, ja, wie ihr sein wollt, wer ihr sein wollt. Ist super geil, weil das ist, wir kommen dann ja auch in die Zeit der Drakoniden, ja. Die Drakoniden ist wieder Sternschnuppennacht, ja, aus dem Sternbild des Drachen. Er ist eine unglaubliche Kraft und Macht. Da habe ich auch noch eine Überraschung für euch. Darf ich aber nicht vorher petzen. Ja, also, und da habe ich euch auch schon mal gesagt, ne, der Drache ist eine unglaublich kraftvolle Energie, mit der man sich auch verbinden kann, ja. Und für diese Verbindung, für diese Anbindung, habe ich eine Hilfestellung für euch. Da bin ich auch schon wieder ganz aufgeregt, aber die ist noch nicht da und deswegen kann ich es auch noch nicht zeigen und deswegen kann ich es auch nicht verraten, ja. Aber ihr Wasserzeichen geht in diese Verbindung, ihr geht in diese Anbindung, ja, ihr bereitet euch sozusagen auf die Wunscherfüllung vor, ja, weil, also wenn ihr mögt, habe ich ja, glaube ich, auch schon mal erzählt, gibt es auf YouTube ja halt auch Möglichkeiten, ne, wer mit seinem inneren Drachen noch nicht verbunden ist, ne, ihr wisst, ich arbeite selber mit Drachenmagie, mit Drachenenergie, ja, die Schattenmeditation ist über die Drachenkraft gemacht, ja, ganz, ganz wichtig, weil das einfach eine große Kraft ist, um Schatten zu heilen, ja, deswegen bin ich immer ganz aufgeregt, wenn die Drakoniden kommen, ja, und das möchte ich dieses Mal auch mit euch teilen, ja, und bei euch Wasserzeichen ist es einfach so, ne, ihr kriegt, ihr seht Dinge jetzt so klar, ja, wird mir gesagt, ne, so klar,
Und dadurch, dass ihr so detailliert eine Vorstellung bekommt von dem, wie was ihr euch wünscht oder wie es rein irdisch für euch sein soll, was auch immer, ja, ob das jetzt Arbeit, Wohnung, Haus, was ihr euch da auch immer erträumt, ja, Partnerschaften, das wird so detailliert oder kommt euch in euren Träumen so nah, dass ihr eine Vision davon habt, ein Bild davon habt und damit könnt ihr halt auch einen entsprechenden Wunsch absenden, ne? Und das kenne ich ganz genau, ja. Ich habe zum Beispiel von meiner Wohnung, ja, vorher so detailliert geträumt, das war echt ganz gruselig, ja. Alles, sogar über die Einrichtung, die Räume, die Einrichtung, ja, sogar welche Personen da drin gesessen haben, das war ganz gruselig, ne? Aber das war dann halt, je detaillierter man etwas manifestiert, ne? Ja, desto besser ist es. Desto klarer ist halt der Wunsch, ne? Ist halt kein Wischiwaschi, ne? Nicht ein, ach, vielleicht so oder vielleicht auch doch so oder, nee, ach, wenn vielleicht, dann ist es eine vollendete Absicht sozusagen, ja? Und die habt ihr diese Woche. Ihr habt ein ganz klares Bild von dem, was ihr erschaffen wollt. Das ist eine ganz kraftvolle Botschaft und Energie für euch, ja? Ist super. Ich sehe hier also bei euch noch nicht wirklich das Ergebnis, aber den notwendigen Samen, ne? Und der ist ja erstmal wichtig. Also beobachtet das mal. Es ist dann vielleicht in so einer Tagträumerei, ja. Beim Meditieren, ne, kann man ja immer gerne Lunas Reise zu nehmen, ne, zum See der Wahrheit, ja, wo ihr so eine klare Vision davon erhaltet, ne, oder halt beim Schlafen, ne, so wie es mir mit der Wohnung ergangen ist, ne, die ich dann komplett manifestiert habe, ja. Also, das ist diese Woche bei euch. Spannend, spannend, spannend. Ihr seht ganz klar, ihr habt ein ganz klares Bild von irgendwas. Können wir noch was dazu bekommen? Ja, hier. Auf euch offenbart sich etwas. Und das sage ich ja die ganze Zeit. Ihr seht ganz, ganz klar, ja? Ihr seht ganz, ganz klar. Hier, schaut mal. Auch bei euch ist es so, ne? Ihr habt irgendjemanden die Hand gereicht, Hilfe gewährt und jetzt wird euch die Hand gereicht. Mit den Drakoniden, ja? Und ihr seid in der Vorbereitungszeit. Ihr visualisiert das, ja? Ihr manifestiert das. Ihr sendet diesen Wunsch entsprechend ab. Und das ist so ärgerlich, dass ich das Werkzeug noch nicht hier habe. Ich würde es euch jetzt so gerne am liebsten jedem Wasserzeichen nach Hause schicken. So, mach das! Ja. Ihr bekommt einfach jetzt auch etwas hundertfach zurück, ja. Oder, ne, so wie ich gesagt habe, es ist noch in der Vorbereitungszeit, ne? Hat jemand hier vielleicht noch keine Entscheidung getroffen? Aber, das ist ja auch auf euch zukommt, ne? Dieserjenige welche, ne? Wer das jetzt auch immer ist. Und das wird aber hier auch dann wieder durch Gespräche, ja? Also irgendjemand hat keine Entscheidung getroffen und ihr legt etwas offen. Ja, ihr gebt einen Weg vor, sozusagen. Ihr habt eine Lösung parat. Und damit sieht dieserjenige welche klar und weiß dann auch, was zu tun ist. Ne? Auch bei euch würfeln wir nochmal. Ohren zuhalten, wird laut. Ja, schaut mal. Und hier ist es wirklich, hier geht es nicht um irgendwelchen Betrügereien oder Tricksereien oder sonst irgendwas, ja. Hier geht es um Geistreich. Hier geht es um Schleue und Intelligenz. Es geht hier um eine Idee.
ja, um eine Idee, einen Lösungsvorschlag, eine Richtung, naja, das ist der, ne, Ideenfluss. Ja. In der Kommunikation. Ein geistreicher Austausch, ein Wissensaustausch, ja. Ja. Das heißt, ihr teilt hier irgendjemand eine Lösung mit, ne? Hier, ihr reicht die helfende Hand. Und damit bekommt ihr einen Wunsch erfüllt. Ich habe hier bei euch wirklich Wunscherfüllung. Aber wie gesagt, Vorbereitung, ne? Ihr gebt etwas und bekommt etwas zurück. Ja, und das hat mit jemandem zu tun, der bislang keine Entscheidung treffen konnte, weil er RGS die Lösung nicht gesehen hat. Dankbarkeit. Mir wird hier große Dankbarkeit gegeben. Feuerzeichen, was habe ich bei euch? Ausdehnung. Mir wird ganz heiß. Ausdehnung. Ihr lieben Feuerzeichen, ihr dehnt euch aus. Ihr, komplette Ausdehnung, das hört gar nicht auf, das geht hier weiter, 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 gleich ist mein Raum zu klein, oh Gott, ja, ihr platzt hier gleich bei mir durch die Wand, es, hier dehnt sich, ihr wollt hier, ihr befreit euch von jeglichen Illusionen, ja, euer Ich dehnt sich aus, das heißt, das macht sich vermutlich bemerkbar durch, den Wunsch nach Unabhängigkeit, ja, ihr wollt euch von etwas befreien, ihr wollt euch unabhängig machen. Bei dem einen oder anderen bedeutet das vielleicht der Ruf in die Selbstständigkeit, ja, ihr habt einfach ein ganz starkes, ausgeprägtes, sich ausdehnendes Bedürfnis nach Freiheit, Selbstständigkeit und Unabhängigkeit. Ihr wachst über euch hinaus. Ihr habt die Kraft dazu, ja, über euch hinaus zu wachsen. Wieso, weshalb, warum ist das so? Ja, fragt die Luftzeichen, ne, weil ihr jetzt Lilith in euer Element bekommt. Und Lilith, wie gesagt, Channeling in der Infobox, gibt ja das notwendige Durchsetzungsvermögen. Und bei euch hat das anscheinend die Folge 31,5, ne, 36, ja, karmische Befreiungsschlag, so wie das die Luftzeichen gerade vielleicht noch einleitend in die Woche tun. Ja, und für den einen oder anderen heißt das aber auch schon getan haben. Ja, und das habe ich hier bei euch. Ausdehnung, ja, hier, Rückkehr ins Licht, sind wir wieder dabei, ne? Ausdehnung, ne, macht euch hier nichts mehr vor, ihr lasst euch auch nichts mehr vormachen und habt eine unglaubliche Sehnsucht nach frische Luft, ja, nach frei atmen können, euch befreien, euch unabhängig machen und ja, wenn wir den Impuls fürs Wochenende gucken, ne, vielleicht auch finanziell unabhängig machen, ne, selbstständig arbeiten, ja. Also müsst ihr mal gucken, von wen oder was ihr euch befreien wollt, ne, ob das jetzt ein alter Arbeitgeber, eine alte Umgebung, ein alter Partner, was weiß ich, ne, werdet das selber viel besser wissen ist, aber damit das Lilith und euer Energiefeld zieht, findet diese unglaubliche Ausdehnung statt, ja.
Also ihr werdet, ihr wachst, wie gesagt, ihr wachst über euch hinaus. Ja, ich sehe euch hier so als Riesen, ne? Das habe ich ja schon gesagt. Ich habe hier das Gefühl, mein Raum ist zu klein für euch, ne? Und das ist das Gefühl, was ihr wahrscheinlich auch haben werdet. So Enge in der Brust, ne? Das Ausdehnungsbedürfnis und eure bisherige, euch bekannte Welt ist zu klein für euch, ja? Ihr wollt da ausbrechen, aus dieser hinaus. Raus aus dem Haus. Ja, super. Ausdehnung auf allen Ebenen. Was kann ich dem Feuerzeichen noch mitgeben für die nächste Woche? Ja, was habe ich gesagt? Ne? Ihr wollt raus. Hier, schaut mal. Da. Hier, ich habe gesagt, ihr wachst über euch hinaus. Hier, etwas Neues beginnt. Ne? Jetzt müssen wir das auch addieren. Das ist 66, das ist 10. Hier die Sichel, ne, der Oktober, die Sense, ja, die haut in die 36 rein, fupp, ja, und löst euer Karma auf. Also wer will, ne? Aber das Grundbedürfnis in euch ist da, ja. Der Wille ist entfacht, ja, das Feuer ist entfacht. Wow, wow, wow. Ja, und auch dementsprechend bekommt ihr die Spiegelung. Hier, guckt mal. Nee, es wird beobachtet, ja. Es wird beobachtet, ja, was ihr daraus macht. Es wird beobachtet, ja, ob ihr diese Energie für euch nutzt, ne, und euch auf dem Weg macht, ja. Das wird beobachtet. Es ist nicht so, dass das das ist, was auf euch zukommt, sondern das ist das, was jemand anderes bei euch beobachtet. Was machst du draus? Ja, wächst du jetzt über dich hinaus? Ziehst du dir jetzt ein neues Seelenkleid an? Nutzt du diese Energie für dich? Ja, weil, ne? Ihr möchtet der neue Zyklus, ne? Ende Oktober feiern wir Samhain. Beginnen, ne? Es möchte beginnen. Und wie gesagt, ne, das notwendige Durchsetzungsvermögen, die notwendige Kraft, ja, wird dir dafür mitgegeben. Und jetzt wird beobachtet, ja, ob du das auch machst. Ne, weil, wisst ihr ja, wir haben immer die Möglichkeit, diese Impulse auch zu unterdrücken, ne? Und hier, grau, ne? Jemand verhält sich ganz neutral, bis dieserjenige welche sieht, ob du eine alte Situation, ein altes Sein verlassen hast, ne? Ob du dieses Neue in deinem Sein auch wachsen und gedeihen lässt, ne? Und das ist wirklich das, was ich auch wahrgenommen habe, ne? Diese krasse Ausdehnung. Ihr wollt euch auch, von irgendwas wollt ihr euch nicht mehr beherrschen und dominieren lassen, ja? Ihr habt da absolut überhaupt gar keinen Bock mehr drauf und wehrt euch dagegen. Und damit wächst eure Kraft über euch hinaus. Und damit löst ihr ein altes Karma auf. Jetzt wieder Ohren zu halten, ne? Es wird laut. Mann, 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 ich brauche hier, da, ne? Ihr wachst über euch hinaus, sage ich doch. Hier, schaut mal. No. Ja, das ist dann aber auch wieder die finanzielle Unabhängigkeit, ne? Ja, 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 es ist die finanzielle Unabhängigkeit, ja, und ihr löst aber auch eine Spiegelung auf, ja?
Das ist immer noch dieses so mit mir nicht mehr. Ihr seid im Energiefluss, ne, der Durchsetzung und der Trennung, ja. Von was ihr euch trennt, haben wir schon ausgerechnet hier, ne? Die Sensehaut ins Kreuz, ne? Ins Karma. Ja. Die Energie, die Kraft, die Macht, ja, Karma aufzulösen, ne? Spiegelungen zu durchbrechen. Hier. Durchbrichst du die Spiegelung, ne? Wird euch diese Woche gegeben, ne? Und mit diesem Verlassen des alten Seins, ne, des alten Seinzustandes, ja, kann etwas Neues in dir wachsen und gedeihen. Ja, und wie gesagt, diese Ausdehnung habe ich ja von Anfang an auch direkt bei euch wahrgenommen. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, spannende Aufräumwoche wird das, glaube ich, bei euch. Erdzeichen, was habe ich für euch? Den großen Rundumblick habe ich für euch. Da wird meine Aufmerksamkeit direkt auf den großen Rundumblick gegeben, auf die höhere Bewusstseinsstufe. Die kommt aber dadurch, dass hier jemand anderes einfach nichts macht. Ihr kriegt, das ist sehr faszinierend hier, ja, weil ich habe hier so, ihr kriegt so das höhere Bewusstsein durch das Nichts überreicht, ja, durch die Ernte des Nichts. Das bricht euch völlig an. Ja. Und deswegen kriegt ihr diese Woche, ja, wer mag nochmal den großen Rundumblick gucken? Ein höheres Bewusstsein. Ihr kommt, ne, ihr beschreitet die nächste Stufe. Ja. Eine höhere Bewusstseinsstufe. Nächste Stufe auf der bei dem Aufstieg auf der Erfolgsleiter. Aber faszinierenderweise durch ein Nichts. Aber das ist ja tatsächlich auch immer so, ne? Das ist jeder, der in seinem Leben schon mal mit einem Seelenpartner zu tun hatte, weiß, dass wenn die äußere Reise beendet ist, beginnt die Reise im Inneren. Punkt. Ist eine Tatsache, weil die Ablenkungen im Außen wegfallen. Und das habe ich bei euch. Durch das Nichts, ja, weil ich habe bei euch, sitze ich hier gerade in einem Raum der Leere. Und in einem Raum der Leere, ja, hat man keine Ablenkung. Und wenn man keine Ablenkung hat, kann die innere Reise beginnen. Und so habe ich das bei euch. Die innere Reise beginnt, ja, die nächste höhere Bewusstseinsstufe kommt, weil ihr keine Ablenkungen habt. Weil ihr von einem Raum des Nichts umgeben seid. Okay, was können wir denn noch dazu bekommen? Außer eine ablenkungsfreie Zeit für die Erdzeichen. Damit in ihnen etwas wachsen und gedeihen kann. Ja, hier, schaut mal. Das ist die nächsthöhere Bewusstseinsstufe, die ihr dann diese Woche kommt, ne? Bekommt. Ihr erkennt einfach ganz genau, was euch blockiert, ne? Ihr enttarnt das und ihr erkennt das. Durch jemanden, der einfach nichts tut. Das ist natürlich krass. Und das anscheinend innerhalb eurer Familie, ja? Da ist eine Falschheit in der Familie und diese Falschheit, ja, blockiert euch und das erkennt ihr. Das wird euch so bewusst.
dass euch da jemand etwas daran hindert oder an eurem Weiterkommen blockiert, ja, und das so nicht sein sollte. Ja. Also ihr habt die Woche der Erkenntnis. Und ob ihr euch dem dann stellt, ne, und somit ein neuer Zyklus beginnen kann oder nicht, das ist dann wieder jedem selbst überlassen. Ne? Ihr könnt daran wachsen oder ja, ne, eben nicht. So, on zu halten, wird laut. Ja, hier, schaut mal. Das ist original die Kartenkombination von dieser Karte, ne? Da. Da. Ihr erkennt eine Falschheit, die euch blockiert, ne? Ja. Falschheit innerhalb der Familie, ne? Oder in der Ahnenlinie, ja? Die blockiert euch. Und die Falschheit, die blockiert. Das ist ein Witz schon wieder, ne? Und die enttarnt ihr, ja? Die erkennt ihr. Ja, und diese Woche ist es dann erstmal hier um das erhöhte Bewusstsein, um die Erkenntnis. Aber ich habe hier noch keine Handlung. Ne? Die sehen wir entweder die Woche darauf oder... aber es liegt hier offen auf dem Silbertablett. Ne? 36,5, sage ich euch. Das ist ein Hammer. Ne? 36,5. Ja. Das ist dann an euch zu entscheiden, ja, ob dieses Karma, ne, diese Blockade sich ausdehnen darf, ne, oder ob ihr entscheidet, ne, das ist auch beides gerade gefallen, ja. Nö, so sollte es eigentlich nicht sein, es sollte so und so sein und deshalb bin ich ab jetzt so. Dann haben wir auch für euch hier Ergebnisse, die dann bald sichtbar und fühlbar werden, ja, wo ihr stolz auf euch sein könnt und wo ihr ja, euch und das Leben feiern könnt. Oder ihr entscheidet euch eben halt, ne, für Machtlosigkeit. Das ist dann ja immer der freie Wille und jedem selbst abüberlassen, ne? Aber die Enttarnung, die Entlarvung, die Bewusstwerdung habe ich hier liegen. Und dann kommt es drauf an, was ihr draus macht. Das habe ich hier noch nicht liegen. Ja. Spannende, spannende Woche, würde ich sagen. Luftzeichen, wo sich das Schicksalsrad auf jeden Fall weiter dreht. Wasserzeichen, die, wenn sie jetzt eine helfende Hand durch eine klare Lösung, ja, geben, oh, das Hundertfache an Dankbarkeit zurückbekommen. Feuerzeichen, die absolut über sich hinauswachsen, sich nichts mehr vormachen und sich von jeglichen Illusionen befreien. Und Erdzeichen, die eine riesengroße Lupe vor der Nase haben und ganz klar erkennen, wer oder was sie da blockiert. Also in Summe eine sehr, sehr erfolgreiche Woche. Nur was man halt draus macht, ne? Das liegt dann halt wieder an jedem selbst. Aber wenn ich euch dabei helfen kann, wisst ihr ja, tue ich das von Herzen gern. Und wo ihr mich findet, wisst ihr auch. Also entlasse ich euch jetzt mal und wir hören morgen früh wieder mit einem Tagesimpuls. Bis dann. So haben.